Hallo und herzlich willkommen zu Smite. Wir sind heute im Aram-Modus und ja, das mache ich nicht alleine, das mache ich mit dem Bladdick zusammen. Hallo. Und Aram bedeutet, dass wir alle einen zufälligen Helden haben und den für Punkte neu würfeln können. Entweder für Javels oder halt für Gunst. Naja, und 5 gegen 5. Auf einen allein, ohne Dschungel. Und auf geht's. Ja, genau. Ich glaube, wir haben eine... Wenn alle so ein bisschen mit ihrem Charakter umgehen können, was ich schon nicht von mir sein kann. Aber ich glaube, wir haben ansonsten eine ganz gute Zusammenstellung. Lustig ist, dass mir gleich Ra angeboten wurde. Ich liebe Ra. Also nicht das Weg, dass ich irgendwelche Götter verehre, aber den Charakter so. Komm, du kniest doch vor seine Statue jeden Abend nieder. Ja, ja, okay, war ein bisschen gestealt, aber... Steelkiller! Und noch ein! Ah, steht schon zwei für uns. Au! Der kam böse. Legt mal noch einen um, dass ich einen Assist kriege. Ja, das war, glaube ich, einer. Ja. Dann habe ich gleich mein erstes Item schon fertig. Mit Lifesteal. Oh, ich hatte keine Ulti frei. Anna. Los jetzt. Even the immortals shall fear death. Ich mag es ja eigentlich nicht, ohne Trank loszugehen. Ja, komm, den einen Trank warten wir noch ab. Wo seid ihr denn alle? Auf dem Weg. Was habe ich eigentlich für ein Passiv mit ihm? Ah. Oh, böse. Ja, ich habe verfehlt. Irgendeiner von denen hängt in der Luft. Meiner. Oh, schnell bei dir rein. Puh. Ist gut. Hast du fein gemacht. Na klar, immer das Radio. Ja, willst du mich wieder umbringen? Lass mich raus. Sehe ich aber gar nicht ein. Boah, Thanatos ist so böse. Und rein. Oder? Nö, nö. Die sind wieder da. Ja, ja, du kannst als Fernkämpfer ein paar Attacken drauf machen. So geil, ich kann nicht sein lassen. Ich vielleicht down. Nein, Kali. Oh. Klaut die mir den Kill. Der hätte mich hochgeheilt, dann wäre ich safe gewesen. Ich brauch nochmal. Na, noch 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2. Muss dir gleich. Mit einem schneller machen, das machen möchtest, Cooldown Reduction holen. Na gut, ich weiß, dass ich gestorben, ne? Ja, aber dann halt gleich. Ja, komm.
Komm, Tor, trau dich. Meiner, nein, nein, nein. Ach, das war doch. Ja, aber ich bin gestorben. Murder kill. So. Wo bleibst du? 7 Sekunden noch. Hm. Ich werde mir überlegen, was ich mir mitnehme. Ich werde Willkommen. Mir Lifesteal holen. Und zwar das Ding. So, dann haben wir noch 500. Dann können wir uns die Boots mitnehmen und noch 2. Oh. Oh, nehmen wir 5 Mana-Tränke mit, so. Gleich da, dann geht die Action. Boah, die haben sie zerlegt. Mich haben sie auch zerlegt, gut wie. Oh, das war nicht geplant. Das war nicht so geplant. Mein Ulti hat sich selbst ausgelöst, ja. Na, das hätte Mana sein können. Ich hab auch keine Mana-Tränke mehr aufgebraucht, oder? Ich hab auch keine Mana mehr. Ich würde gerne einen abgeben. Ah, ich bin absolut unnütz jetzt, ja. Ich bin zu schnell für dich, Emir. Ich bin zu schnell. Ich lass mich zum Tower killen. Oh oh. Nein, ihr Typ. Der Tower, ich will mich doch killen lassen. Ja, sauber. 2700 Münzen. Ja, komm, komm, komm. Ach, ich wollte den noch haben. Ah, meine Attacke kam zu spät. Verdammt. Oh oh. Zurück, zurück, zurück. Nicht hin. Oh, sie rennt noch in das Ulti. Au. Wow. Wo bleibt mein Heiler? Ja. Bin sofort da. So. Na, ich habe noch kurz ein paar Sekunden gewartet, damit ich noch ein Mana mehr mitnehmen kann. Da steht 0-1, ey. Mist. Gutes Timing. Tja, dafür bin ich da. So, ist hier ist das Maximum, ne? Meine Ulti drauf gegangen und nicht den Kill gekriegt. Lauf nicht so weit weg, Zeus. Ich muss dich doch killen. Extra schon das Heilfeld draufgesetzt. Ich krieg keinen Kill zustande. Wenn du nochmal einen gibst, dann kann ich Zeus killen. Nein. Ja, okay, hat sich erledigt. Kali wollte unbedingt. In 3 Sekunden.
Da geht schon der erste Rage-Quitter vom Feld. Oh, da ist dein Kill. Jo, Sekunden. Aha, jetzt verstehe ich auch, wann das Herzklopfen kommt. Das kommt, wenn ich spüre, dass einer kurz vorm Abnippeln ist. Poseidon weiß auch schon, wo er zu stehen hat. Ja. Immer am hübschesten von allen. Ich glaube, damit hat das nichts zu tun. So, heilen ist doch sexy, von daher. In diesem Modus auf jeden Fall, obwohl allgemein eigentlich, aber. Er stellt eine Mauer vor denen auf. Normalerweise müsste einen von uns abtrennen. Ja, Tor hebt ab. Oh, das wundert mich so. Normalerweise kommt er immer zu mir gekommen. Oh, ich muss raus. Ah. Verdammt. Das Gute ist, wenn er in mir beigeht, vor dem Heiler fällt, Dings setzt. Dann seine Mauer. Ups. Das ist absolut sinnfrei. Das sind übrigens jetzt schon zwei Spieler, glaube ich, aus. Ja. Oh, welche Heilung? Verdammt. Die kann ich jetzt auch gut gebrauchen. Vorsicht, hinter dir ist ein Heilfeld. Ne? Also ein gegnerisches. Naja. Oh! Boah, Carly, ey. Wie die es gerissen hat. So, das denke ich mal, haben wir auch gewonnen. Ne? Ja, gehe ich von aus. Oh, und ich hätte noch 5000 Gold ausgeben können. Ich bin nur mit zwei Items ausgekommen. Ja, ich habe auch nicht so viel gekauft. Ja, eine kurze Runde. Ja, hat auch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Aber merkt, wenn Leute hast, die so ein bisschen Ahnung haben, beziehungsweise sich mit dem Charakter auskennen, der Heiler halt immer dann da ist, wenn es sein muss, dann läuft das, ne? Von daher. Genau. Ja, ich bin 1-1 gegangen. Bladdick ist 3-2 gegangen. Hat 10 Assists, ich habe 19. Nur 11.200 Gold hat er gehabt. Ich habe 8.496. Läuft. Ja. Gut, bedanken wir uns natürlich auch bei unseren Mitstreitern. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreiben würdet. Die Kanallinks findet ihr in der Beschreibung. Und könnt ihr auch gerne mal ein Däumchen da lassen. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, kein Problem. Das ist kostenlos. Entweder bei Bladdick oder bei mir, wo ihr lieber schauen wollt. Oder vielleicht sogar bei beiden. Sucht es euch aus. Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Smite-Dienstag. Ciao, ciao. Ciao.